Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Landwirtschaftssimulator 15 hier in Holzhausen. Mit dem Ice Dragon. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es verschwindet immer mehr. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich sehe jetzt wirklich gar nichts. Ich habe keine Uhrzeit mehr. Ich sehe den Namen nicht mehr. Ich habe gar nichts mehr hier. Wer weiß, was du machst. Ich drücke F9. Vielleicht ist die F9-Taste. Wer weiß. Vielleicht schaltet die mir immer irgendwas ab und sowas. Also das wir sehen jetzt hier wirklich einfach nur... Macht die bei mir irgendwas? Gar nichts. Bei mir macht die nichts, die F9-Taste. Weiß nicht, also irgendwie ist das hier alles so sehr mysteriös. Wir waren aber wieder mal shoppen. Schon wieder. Ich guck grad mal. Ja. Wir waren shoppen. Wir waren shoppen, genau. Das Ding kennt er. Das hatten wir schon in der ersten Staffel. Ja. Björn Holm. Den super tollen, die super tolle Stumpenfräse. Mhm. Hatten wir schon, kennen wir. Ja, aber Palettengabel hatten wir auch nicht so oft. Nee. Und einmal gerade, ich glaube auch nicht mit dem Liebherr. Nee, nur auf dem Trecker, ne? Genau. So, dann haben wir hier unser Ballenspieß. Genau. Ich hasse das Teil. Ne? So. So, hier haben wir hier unseren Primor 3570. Genau, den Stroh-Einstreuwagen für den Kuhstall. Quasi. Ja. Und einen Mod-Anhänger von Fliegel. Ja, von Farmer Andy übrigens heißt der Modder. Aha. Der hat jetzt wollen wir mal hier ein bisschen Show machen mit dem Anhänger. Erstmal. Genau, der Ice Dragon. Achso, so, okay. Nee, ich will erstmal, der Anhänger kann ja ein bisschen was. Der kann viel. Denn der Anhänger hat ja eigentlich keine Holzplanken. Du musstest den ja gleich umschalten hier alles. Wollen wir mal gucken, ja. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Show mit dem Anhänger. So, jetzt klappen wir erstmal hinten die Rampe ein. Ich hoffe, du siehst so alt bei dir. Ja, ja. So, machen wir ein bisschen zu. Zack. Zu, ja? So. EF LS15. Ja, Erfurt. Ja. So, jetzt können wir. Muss ich erstmal gucken, das Keypad ist das. Okay, jetzt können wir die linke Planke runterklappen. Ihr könnt die nämlich alle einzeln runterklappen. Können wir die rechte runterklappen. Können wir die hintere runterklappen. Die will er gerade nicht. Die hintere? Ah, jetzt. Naja, manchmal ist ein bisschen tricky. So, jetzt haben wir die alle runter. Können die natürlich auch alle hochklappen. Wir können aber auch, was oben ist, den Ballentransportmodus aktivieren. Hat das mit dir gemacht? Nee, wa? Nö. Jetzt macht er es so. Manchmal muss man das Zimmer aufdrücken. Dann klappen die nämlich in die Mitte und dann habt ihr eine größere Fläche. Könnt ihr natürlich viel mehr rauflegen. Mhm. Und der Bio hat ja auf Holz umgestellt, dann stellen wir mal wieder auf das Original zurück, auf das Gitter. Wieder auf den normalen Modus, im normalen Anhänger, so. Ja, mit Gitter. Mhm. Und wir können, komm mal vorne zur Deichsel. Ja, ich stehe hier. Ja, an der Deichsel dazu. Kann man auch noch die Höhe einstellen, hier hydraulisch so ein bisschen, ja. Die Höhe verändern. Mhm. Wie viel Sinn das jetzt machen haben mag, ist dahingestellt, aber. Ja, man kann es wahrscheinlich schräg stellen und alles was, ne? Ja, man kann ihn ein bisschen anschrägen dadurch. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel gerade in so eine Forstwirtschaft bist, wo es sehr, sehr bergig ist oder so. Ja. So, wir klappen jetzt mal die Rampe wieder aus. Braucht ja ein bisschen. Bei dir geht es definitiv schneller. Das ist da, wo ich drauf gedrückt habe. Nee, weil du vorher die mit der Klappe hinten so rumgespielt hast, deswegen. Hm. So. Lassen wir den mal so stehen. Ich möchte eigentlich nur mit dem Bio einmal hier wegfahren und das alles, was hier steht, mitnehmen. Aber das uns gelingt, das kann ja schon mal nicht, weil wir haben ja schon alleine zwei Fahrzeuge, oder? Nee. Der Trecker und die Strohblader. Der hat ein Fahrzeug zum Wegfahren. Aber da hast du doch den größten Traktor noch. Naja, wir hätten noch den RCB für alles nehmen können. Oh, macht aber gut. Wir müssen jetzt nicht weiter rufkommen, warte mal. Ich muss mal die Seiten runterklappen. Ballentransportmodus wäre sehr hilfreich. Oh, dann kommen wahrscheinlich die hintere Rampe mit hoch und das wollen wir ja nicht. Also, weil ich komme, die Räder vom Traktor sind breiter als die Fläche vom Hänger. Ja, wir haben es gerade gesehen, ihr habt.
Und deswegen müssen wir mal hier so rechts und links ist 7 und 8. Ein bisschen Platz schaffen quasi. So. So, mal ein bisschen mehr Platz. Hängt auch die Uhr ja runterfallen, aber. Das wär, könnte passieren, ja. Der muss noch ein bisschen weiter rufen, weil ich will ja noch eine von den beiden Dingern hier, entweder die Palettengabel oder den Ballenspieß noch auflegen. Den gerade ankommen, also den Tänzer wegspringt oder so. Mit seinen Trecker rauffahren, theoretisch. Mit seinen Trecker mit transportieren, theoretisch. Ein Stück hast du noch, ein Stück, stopp! So, passt. So. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt die Dings erstmal rauf, wa? Jupp. Also mal rauflegen, Spieße oder Palettengabel? Palettengabel ist gerade dran, nehmen wir die. Das Schöne ist, dann müssen wir nicht mehr rauffahren, weil da können wir hier vorne den Arm ausfahren. So. Geil ist auch, weil du den machen kannst, du kannst ja selber hochdrücken damit, mit dem Ding hier einfach hier. So, das können wir natürlich schon, ne? Du hast einen eigenen Wagenheber hier, zack, für die Vorderräder. Der braucht viel Vorderräder, keinen Wagenheber. Also den will ich aber nicht rauflegen, ne? Ja, ne. Alles gut. So, die könnt nur vorne ranhängen an den Trecker halt, genau. Wie du schon hast jetzt, genau. So. So, jetzt müssen wir das Ding hier noch ankoppeln. Also der soll dann quasi so einen Attacher haben, dass die Sachen nicht runterfallen. Ja, werden wir jetzt ja sehen, wenn du den jetzt da anhängst, oder? Was soll ich das machen? Ja, ich mach das schon. Winke, winke, ich wink mal vorne ein bisschen. So, aber nur gespielt. Lass meine Baumfräse in Ruhe. Du weißt, dass du damit ganz schlecht um Kurven fahren kannst, mit dem Ding jetzt vorne so weit ausschlägt. Mm. Naja, ich fahre ja nur. Muss ich wieder den Age-Test machen, ne? So, machen wir mal. Das nehme ich wieder hoch. Hinten klappen wir die Rampe wieder ein. Tada, alles verladen. Fahren kann man mit Rutschnuss. Fahr normal, ja? Kein Age-Test, wenn geht. Wo soll ich fahren? Ja, fahr du doch. Bist ja eh gerade schon drin. Die Achse war jetzt wieder hier. Achso, ich bin auf dem falschen Gerät. Auf Anhänger. Und vorne. Vorne will ich haben. Ich würde die ein bisschen kürzer machen vorne. Hm. Dann wird ein bisschen einklappen hier. Dann wird ein bisschen die Innenachse. Ja. Ja, sehr mysteriös, warum bei mir alles verschwindet. So Folge für Folge hat man es denn gesehen. Na guck mal, jetzt sparen wir Kilometerleistung von dem Einstreuwagen, ja. Wahnsinn! Na guck mal, wir sparen es jetzt dadurch, dass einmal hinfahren mit dem Teleskoplader, ne? Um die andere Gabel noch mitzunehmen. Und ich finde den, ganz ehrlich, also wirklich gesagt, ich finde den Hänger cool, ne? Aber jetzt muss ich sagen, jetzt beim Bremsen hat es gerutscht hinten, ne? Habe ich gemerkt, wie es nach vorne gerutscht ist beim Bremsen. Es ist gerutscht gerade. Wollen wir nicht ganz so schnell in die Kurve fahren? Jetzt hier irgendwo im Graben landet alles. Da machst du den Edge-Test. Ist immer noch kein Gras drin. Ne, ich habe noch kein Gras gemäht wieder. Muss ich erst wieder mähen. Liegt der Kind mehr, du hast das Schild umgefahren. Nee, lag schon da. Also eben gerade, wo ich zurückgefahren bin, lag das schon da. Das muss doch von früher gewesen sein noch. So, dann kannst du natürlich deinen Trecker jetzt in Empfang nehmen wieder. Aha. Dein Gewicht musst du irgendwie mitnehmen, hängst du hinten ran oder wechselst die Seiten und keine Ahnung. Ich mach das schon. So, bitteschön. Ich mach das schon. Wo ist denn der andere überhaupt? Hier hinten hoch. Ja. Ich muss wieder aufräumen, steht schon wieder alt rum hier. Oh. Die Ballenpresse rum.
Mal wieder ein bisschen Ordnung machen hier, wie alles rumsteht. Immer diese Unordnung. Ja, vor allem, wenn man die Sachen immer da abstellt, wo sie immer am selben Ort abstellt, dann findet man irgendwann alles nacheinander. Und aber ständig die Sachen woanders parkt, dann sucht man sich ständig blöde, wo sind denn die ganzen Sachen müssen wieder. Ich habe jetzt nichts weggestellt. So, ich habe übrigens gesehen, dass dein Trecker müsste mal getankt werden. Stimmt, 56 Liter, ja. Ich komme gleich zu dir und tank dich auch. Ah, da geht mal, ist da Platz? Nein, ich komme trotzdem gleich. Ich komme einfach gleich, ist okay. Kostet ja nichts, hab den Sprit eh schon bezahlt. Also, das heißt, kostet nichts, aber der Sprit ist schon bezahlt, von daher. Das war jetzt knapp mit Eisen. Die Ballenpresse steht wieder geschützt im Trockenen. Wollen wir, dass die hier irgendwie nass wird, wa? Hm. Du bist am Wald, schätze ich? Natürlich. Wo denn sonst? Ja, hier auch sonst. Nee, ist schon richtig. So, dann wollen wir mal die Fräse anschalten. Hat da jemand Benzin bestellt? Ja, eher Diesel. Obwohl hier immer von Benzin die Rede ist eigentlich, wa? Oh. Und der Aufkleber am Anhänger auch sagt, dass Benzin drin ist. Denn 331202 ist Benzin. 301203 ist Diesel. Haben wir jetzt hier noch ein Stück Baumstamm irgendwo? Tankservice. Juhu, ich bin hier. Schon gesehen. Tankservice. So. Ist praktisch. Ja, gerade so viel. Aber meinst du, als ich das Ding voll hatte, also ich habe mir nicht voll gemacht, ich habe nur ein bisschen was reingemacht gehabt, ne? Mhm. Bin ich mit den Dreschern halt zum Tankwagen gefahren, aber mit dem Tankwagen zu den Dreschern. Schön, die stand jetzt schneller da zwischen den beiden Bäumen, wisst ihr? Schön dahinter lang gefahren, erst den einen, dann den anderen, wisst ihr? Dankeschön. Bitteschön. Mach 50 Euro. 50 Euro. So. Hier sind noch 1100 Liter drin, ne? Deswegen, also. Erstmal das Ding verbinden quasi. Ihr wollt eigentlich eine Kartoffelwaschanlage noch zeigen, ne? Das schaffen wir nicht mehr. Schade. Wir wollen ja nicht gleich jetzt nächste Folge aufhören oder so. Aber dann haben wir mit dem Holmer zu tun, denn noch. Ja gut, das machen wir vielleicht auch einmal, ein, zwei Mal eventuell. Auf den Holmer? Ja. Ja, die Waschanlage. Von redest du denn? Schon von dem Holmer. Den werden wir ja nun auch nicht spielen müssen umfallen. Nee, aber ein bisschen kann man schon benutzen bei dem Preis, den er kostet. Ich finde es so blöd, Zuckerrüben haben, ganz ehrlich, kommt schon eine Menge raus, aber das Nervige ist, ach so, wir wollten uns ja noch um eine weitere Mod eigentlich mal kümmern, wegen dem Förderband, wa? Mhm. Zum Verladen von Kartoffeln und von Zuckerrüben. Da war noch mal was gewesen, da haben wir auch einen Tipp bekommen. Ja, guckt schon, ne? Da muss ich mich nochmal, da gucke ich irgendwann nochmal. Jetzt vielleicht nicht gerade zum Holmer stehen, aber obwohl, gerade wenn der Holmer ist ja nicht so sinnvoll. Weil wir einen Haufen Rüben bekommen. Hm. Boah. War knapp. Mhm. Wir müssen einfach noch abladen. Die Fläche hier macht sich ganz gut, solange wie noch kein Gras drin ist. Dafür, weil die einzige Fläche am Hof, wo man ein bisschen Platz hat hier vorne. Ja. So, dann muss ich einfach nur die Seiten runterklappen und die Rampe ausklappen. Ach ja, mal macht mir Spaß. Den Ballenspieß packe ich mal dahin, wo ich die Ballenspieß auch brauche, nicht bei den Ballen. Ja, das wäre praktisch, ne? Sieht logisch, war das einzulegen. Problem ist nur, dieser Schuss Baum stört mich da wirklich sehr. Also ich finde die Idee, dass sie so als Büsche aussehen, finde ich ja nicht schlecht. Ja? Stressen.
Ja, aber die, ja, das ist der Punkt. Die Idee dahinter ist ganz toll. Es sieht doch wirklich aus, wirklich schön wie Büsche sind nach dem Motto. Es sieht wirklich gut aus, aber die Stämme da drin, die nerven. Ne, weil ganz ehrlich, so könnte ein Trecker in der Gegend fährt, der würde wegbrechen einfach. Also nicht der Trecker, sondern der Baum. Ja. So, dann holen wir uns mal die nächsten Bäume hier. Ja, den einen Baum, den habe ich da jetzt, weil da ist, wie der Estwing gerade sagte, wieder ein Baum als Busch gemacht und deswegen kommt man da nicht so wirklich toll ran. Bevor ich mich jetzt hier gleich richtig wieder aufrege. So wie ausflippst, ja. Hol ich mir einfach einen neuen Baum. War ja auch bloß mal ein Stück. Ja, ein neuer Baum. So, Palettengabel habe ich schon mal runter vom Anhänger und jetzt kommt noch, jetzt mit dem dicken, jetzt muss ich echt mit dem riesen JCB auf den Anhänger rauffahren. Oh Mann. Das Ding würde sonst wohin fliegen, der Anhänger, wenn ich ihn da rauffahre. Hat ja keine Stützen, wirst du? Mhm. Wenn ich auf die Rampe rauffahre, würde das nicht umkippen als Anhänger. Normalerweise. Macht er jetzt nicht, aber. So, haben wir den hier runter. Tada! Siehst du? Ja, wunderbar, funktioniert. Siehste. Siehste. Siehste, siehste. Könnte ich natürlich gleich theoretisch auch noch ein bisschen Stroh einstreuen, theoretisch. Ja. Mhm. Entweder das oder. Ich, ja, ein bisschen von beiden nutzen. Wäre wieder mit den Tieren hier wahnsinnig viel zu tun, auch wenn ich jetzt kein Mischfutter mehr machen muss, trotzdem halt noch eine Menge zu tun aktuell. Das glaubt man ja nicht immer, wa? Ne. Was für Arbeit ist. Na, jetzt ist hier nicht noch wegen Stroh, ich muss jetzt hier noch Stroh vorbereiten, also das einstreuen. Hm. Ich hoffe, es funktioniert auch mit den Quaderbeinen ordentlich. Diese Rampe kaufe ich auch noch irgendwann hier, ne? Diese Rampe zum Dings verladen. Zum Mist verladen. Hm. Ich will aber erstmal die Kartoffelpalette da hinten wegholen mit den gewaschenen Kartoffeln. Die will ich da hinten mal wegnehmen. Aber die eine ist nämlich voll. Ich weiß nicht, warum man schon eine zweite gesetzt hatte. Jetzt ist da ist so ein kleiner Bug drin, deswegen. Aber also, ist ganz toll, das hier vor allem unterm Dach zu machen. Man sieht so gar nichts nach dem Motto. Ja. Das ist natürlich genug noch da runter. So. Und du komm schon. Wir laden Bäume auf, so wie es gehört. Deswegen bin ich gerade jetzt nicht so. Ich muss mich schon wieder konzentrieren hier. So, ich habe eine Kartoffelpalette aufgeladen. Also auf da, nicht aufladen, sondern auf den, der Gabel erstmal, zumindest lesen schon mal. Mhm. Einmal Kartoffeln. Gewaschene Kartoffeln. Saubere Kartoffeln. Sauber müssen sie sein. Ja, dann kann man sie schön verkaufen. Kann man 3-5 Euro mehr verlangen für. Also pro Kartoffel. Pro Kartoffel. Ja, was dachtest du denn? Also ich verkaufe hier so Schnäppchenpreisen oder was? Natürlich. Discountpreise. A la Lidl und Co. Ist Edeka schon vergessen? Das ist Edeka. So. Das ist Edeka, das ist wohl wahr, ja. Gut, dann wollen wir mal. Nochmal zum Sägewerk schnell fahren. Wollen wir hier noch schnell das hier abgeben? Mal gucken, wie weit die eigentlich da sind. Und wie viel wir da jetzt eigentlich praktisch da reinschmeißen. Mhm. Also es sägt noch ganz gut. Wie viel ist denn drin? Das zeigt er mir nicht an hier bei. Achso, was ist denn?
Ja, ist gut. Ist gut. Ich könnte auch rüberspringen gerade. Ja. Ja. Wir haben 70% Bretterpaletten, 20% Holzstämme sind jetzt aktuell noch drin. Das ist schon gut Hackschnitzel hier. Oh, vor der Tür. Ja, ja. Hast du die Palette gesehen? Ja, ich sehe sie gerade an. So einfach hier hinten auf dem Träger gefahren und dann war es das. Dann lädt er schon automatisch ab. Ah, okay. Guck mal bitte. Die weiter unten sind. Ja, ja, ich sehe es schon. Nee, nee, aber guck mal bitte nach. Ist der voll? Oder liegt es daran, dass die zu weit unten, dass die zu weit oben sind? Nein, er ist definitiv nicht voll. 36%. Die sind nicht weit genug unten. Wir müssen runterrutschen nach unten. Ich heb meinen Arm mal so ein bisschen hoch, den der festhält. Genau, siehst du so. Okay. Also sie dürfen nicht zu hoch sein. Ja. Das könnte jetzt. Ich hoffe, dass das nicht auch ein Problem wird dann mit dem Abladen von den Kisten denn beim Edeka. Also 46% hat er. Weil die Kisten verladen auf den Anhänger, okay, aber die Kisten auch wieder abladen müssen, dann hätte ich ja keine Lust zu. Auf Dauer. Das ist wohl wahr, ja. So, ich stelle mal den Anhänger hier ab, weil der kann ja hier stehen bleiben. Ansonsten brauche ich einen Gun, ansonsten nehme ich einen Tieflader oder so. Für die Idee nehme ich hier nicht schlecht, dass wir das hier mit dem Holz betreiben hier. Ja. Finde ich ganz gut. Gut, ihr Lieben, die Folge ist schon wieder zu Ende. Wir sehen uns hoffentlich morgen in einem ja doch anderen Szenario hier wieder in Holzhausen. Weil der S-Wagon jetzt die Zeit hoffentlich nutzt, um alles vorzubereiten für unseren Heimat-DLC. Natürlich inklusive Rübenanbau. Soweit, dass wir die dann eigentlich schon ernten können, aber das genau. Dann halt mit dem Holmer DLC. Und ja, das war es soweit erstmal. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu unserem großen Holmer DLC Special. Und ja, wir bedanken uns natürlich ganz herzlich, sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Juhu, tschüss. Tschüss.